Hi, ich hab dich ja gar nicht gesehen. Willkommen, I guess, zu diesem Let's Play. Zumindest betitel ich das erstmal so. Ja, wie ihr seht, seht ihr Game Dev Tycoon. Ein Spiel, wo man Videospiele erstellt, wovon ich ein ganz großer Fan bin, wenn es darum geht, sich kreativ frei leben zu lassen. Und ja. Das ist ein Let's Play. Ich mache keinen Stream dazu, sondern Let's Play, weil es macht eh keinen Unterschied. Außer die Tatsache, dass ich diese Videoreihe, die ich als Let's Play betitel, editieren könnte oder nicht zumindest, denke ich mal, dass ich die erste Folge ein bisschen editieren werde. Ich habe aber keine Ahnung, wie es wird, weil für ein Let's Play wäre es unterhaltsamer, sich die ganze Zeit auch immer wieder mit der imaginären Person, die ihr da seid, zu unterhalten. Und nicht die ganze Zeit immer, jetzt drücke ich hier, mache ich was, bla 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 bla. Keine Ahnung. Ich bin da ein Freund von vielen Worten, deswegen ein langes Anfangsgelaber. Ja, ich habe mir das Spiel heute gekauft. Und mir gedacht, ich mache dazu ein Let's Play, weil, hey, warum nicht? Die Idee bekam ich dadurch, dass ich jemanden kenne, der wieder jemanden kennt, der wiederum. Sprachfehler. Jemand, der wiederum jemanden kennt, der gerne Game Dev Tycoon Let's Play schaut. Deswegen liebe Grüße gehen raus. Ich hoffe, es wird unterhaltsam, keine Ahnung. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es lieber hättet, editiert oder. Dass man alles sieht, jede einzelne Sekunde, cutte keine Sekunde weg, cry. Ich weiß auch nicht, ob es, wie lange ich einen Part machen werde. Ich weiß auch nicht, wie viele Parts es überhaupt werden. Oder ob ich nur ein Let's Play mache für einen Run und danach nie wieder. Oder ob ich mehrere Runs mache, einfach aus, Lust zur Unterhaltung. Ich weiß es nicht. Wir gucken, wie es wird und was ich mich, dazu entscheiden werde. Je nachdem, wie viel Spaß ich hier haben werde. Okay? Gut. Natürlich auch, wie viel Spaß ihr haben könntet, würdet, keine Ahnung. Vielleicht mache ich auch ein ganz normales Display, wo ich alles uneditiert hochlade und dann mache ich irgendwann ein Best-of dazu. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das muss ich selbst herausfinden, nachdem ich jetzt einmal einen Shot gegeben habe, wie man es so sagt. Ich habe das Spiel noch nie selbst gespielt. Ich habe es immer bei anderen Leuten woanders gesehen. Ja. Und weiß daher auch von diesem Spiel. Aber selbst gespielt? Keine Ahnung, wir gehen da jetzt zusammen rein. Ich glaube, man muss es mit der Maus spielen, da bin ich mir unsicher. Und ja, ich hoffe, dass die Lautstärke von mir und dem Spiel gut abgeglichen ist. Ansonsten wäre es sehr beschissen. Auf jeden Fall, wir gehen rein. Klick, um fortzufahren. Willkommen. Willkommen zu Game Dev Tycoon. In dieser Wirtschaftssimulation machst du eine Zeitreise zu den Anfängen der Computerrevolution, um dein eigenes Spielentwicklungsunternehmen zu gründen. In den nächsten 35 Jahren kannst du dein Traumunternehmen aufbauen, Bestsellerspiele entwickeln, Fans gewinnen und Marktführer werden. Yeah, dafür habe ich mit meiner Ausbildung für Kaufmann zum Büromanagement ganz viel darauf hingearbeitet, um jetzt hier sitzen zu dürfen. Ist das nicht geil? Ich hoffe, es gibt Buchhaltung. 35 Jahre. Geht das bis zur aktuellen Konsolengeneration? Ich glaube nicht, aber bis dahin werde ich eh nicht kommen. Bis dahin bin ich eh wieder pleite. Deswegen, ja. Bevor du dein Abenteuer beginnen kannst, musst du deiner zukünftigen Firma einen Namen geben. Das wird wahrscheinlich sehr lange dauern, wenn ich Sachen einen Namen geben muss. Ich muss mit Tastatur spielen. Okay, Moment, dann nehme ich kurz die Tastatur vorweg. Firmenname, Spielername. Also, wir sind die Cryonic. Wie lang kann der Name sein? Games GmbH. Okay, dann sind wir eine KG. Ja, wir sind eine Kommanditgesellschaft. Und ihr könnt in die Kommanditgesellschaft reinballern, wenn ihr jetzt donatet. Keine Ahnung, und der Spielername ist Cryonic. Achtet nicht auf das, was ich alles so labere, weil. Ja, hä? Moment. Hä? Also, ich bin Geschlecht weiblich, männlich.
Oder Würfel. Oder divers, soll das das. Ah, damit mache ich mein Outfit random. Ich kann mich sogar auch. Ja. Keine Ahnung, Kleidung juckt mich eigentlich nicht. Gibt es ein gelbes T-Shirt? Nehmen wir das hier, keine Ahnung. Sonst von den Haaren, ja gut, das. Da sehe ich mich. Okay, Achievement freigeschaltet, Supporter! Kaufe das Spiel. Jetzt, hinter meiner Cam sind jetzt Steam Achievements. Cool! Geld 70.000. Fans 0. Hey, das ist ja wie bei meinem YouTube-Kanal. Ne? Wobei, ich habe einen Fan. Grüße gehen raus an Jo. Ja. Neues Spiel entwickeln? Soll ich direkt ein neues Spiel entwickeln? Ich weiß es nicht. Ja, anscheinend. Bevor die Entwicklung beginnen kann, nicht ich, sondern generell gemeint, bevor die Entwicklung beginnen kann, musst du dich entscheiden, welche Art von Spiel du erstellen willst und ihm einen Namen geben. Außerdem kannst du auswählen, welche Grafiktechnologie dein Spiel verwenden soll. Okay. Deine Optionen sind anfangs etwas eingeschränkt, aber sobald du etwas Erfahrung gesammelt hast, kannst du neue Optionen freischalten. Ja. Spiel 1. Soll ich das Spiel nicht eher danach benennen, wie ich das Thema wähle und so? Gucken wir mal. Also wir haben, ich glaube, das ist immer randomized, welche Sachen man am Anfang immer hat, glaube ich. Also wir haben Vampir, Zombies, Vokabular und Gesetz. Ja. Was ist das denn für eine Auswahl? Vampir, Zombies. Ich nehme an, wir sind halt an so richtig krassen Pixelgrafiken am Anfang. Sowas wie Text Adventures. Glaube ich. Hätte ich jetzt gemutmaßt. Vampir und Zombies, ey. Oh, und dann das an Vokabular. Gesetz. Was für ein Spiel soll man mit Gesetz? Also vielleicht Phoenix Wright, so in die Richtung? Glaube ich? Denke ich? Vokabular, Lernspiel, machen wir Lernspiel, komm. Genre, Action, Abenteuer, Simulation, Rollenspiel, Rollenspiel. Das würde in der modernen Zeit gut funktionieren, so ein Lernspiel, was auf Rollenspiel basiert. Mehr oder weniger ist eine Simulation. Ja, PC oder G64? Das ist, glaube ich, C64, die machen immer ein paar Jokes, Anspielungen. Keine Ahnung. Marktanteil. Ah, Entwicklungskosten. Ah, ja, erstmal kleine, ne? Ich würde sagen, wir fangen so billig wie möglich an. Ich wollte gerade sagen, kann ich den Titel nicht umändern? Hallo? Nein, Digga. Okay, wir machen ein Vokabular-Simulationsspiel auf PC. Ja. Kennt ihr das in eurer Schule, Englischunterricht? Wenn die Lehrerin sagt, ihr lernt die Vokabeln nicht nur für den Vokabeltest, sondern für euer Leben. Damit lügt sie euch einfach nur ins Gesicht an. Denn die Vokabeln lernt ihr primär nur wegen dem Scheißtest. Egal, was sie sagt. Und deswegen nennen wir das hier Fun in Cool. Ich denke mal, der englische Titel spricht halt eben den allgemeinen Marktanteil der Welt an. Ich weiß nicht, ob das in das Spiel hineinspielt, ob das die englische Sprache erkennt oder nicht. Ich denke mal nicht, aber egal. Ja. Grafik, textbasiert, 2D-Grafik. Ne, textbasiert schon. Ja. Okay, Entwicklung starten. Die Spielentwicklung durchläuft drei Phasen. Am Anfang jeder Phase kannst du entscheiden, auf welche Bereiche des Spiels du dich konzentrieren willst. Den richtigen Schwerpunkt zu wählen, erhöht die Anzahl der erspielten Punkte erheblich. Oder man wählt die falschen dann nicht. Überlege dir, welche Bereiche dir für dein Spiel wichtig sind und bringe den Bereichen, die du für weniger wichtig hältst, weniger Aufmerksamkeit entgegen. Wenn du eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Bereiche lesen möchtest, findest du diese im Hilfemenü. Ihr nicht, nur ich. So, Engine, Gameplay, Story und Quests. Gameplay, Engine. Machen wir so.
Technologie, Forschung, Design und Bugs. Die Spielentwicklung hat jetzt begonnen. Während du dein Spiel entwickelst, wirst du Spielpunkte generieren, die du aufsprudeln siehst. Gute deutsche Übersetzung davon. Spielepunkte werden in Design- und Technologiepunkte unterteilt. Je mehr Punkte du spielst, umso besser wird das Spiel sein. Gelegentlich werden auch Bugpunkte erzeugt. Die Wahrscheinlichkeit, Bugpunkte zu erzeugen, verringert sich, wenn du mehr Erfahrung sammelst. Bugs sollten behoben werden, bevor das Spiel veröffentlicht wird, und erhöhen die Entwicklungszeit und Kosten. Also negativ. Nein, ihr habt Bugs! Entwicklung Phase 2, Fun in School. Dialoge, Leveldesign, künstliche Intelligenz. Jetzt sollte schon. Weil wenn man jetzt so ein Spiel entwickelt nach dem Motto, es werden Vokabeln abgefragt oder irgendwie so, dann sollte die künstliche Intelligenz schon so hoch sein, dass es abgleichen kann, das, was du eingegeben hast, genau das ist, was das Spiel von dir auch will. Deswegen schiebe ich das hoch. Ich versuche es ein bisschen zu erläutern, warum, wie ich, was ich mir bei den Einstellungen denke, bevor ich die tätige, weil anscheinend habe ich ja unendlich viel Zeit, während ich in diesem Optionsmenü bin. Deswegen nehmen wir uns die Zeit. Level Design. Müssen ein paar Fragen her, aber sonst nicht. Ist ein Text-Adventure. Dialoge sollten schon bei einem Text-Adventure ganz so gut sein, sodass da keine Sprachfehler, Textfehler oder sonst was sind. Deswegen schiebe ich das mal ganz hoch. Nur damit ihr folgen könnt, was ich mir da bedenke. Ne? Okay. Weil bisher können wir nicht viel tun, außer Punkte aufsprudeln zu sehen. Während der Entwicklung kannst du auch zusätzliche Features für dein Spiel auswählen. Im Moment kannst du nur grundlegende Sounds auswählen, aber es werden schnell neue Optionen freigeschaltet. Zusätzliche Features verbessern das Spiel normalerweise, erhöhen aber auch die Kosten. Cool. Dir wird auch die Art der Grafik angezeigt, für die du dich bei der Planung des Spiels entschieden hast. Dies dient aber auch nur der Erinnerung an deine Wahl. Mitten im Spiel kann man den Typus der Grafik nicht ändern. Okay. Mhm. Sound. Sollte nicht nervig sein. Grafik ist ein Text-Adventure-Spielwelt-Design. Keine Ahnung. Mehr auf nicht so nervige Sounds. Ah, wir sind pleite. Wir gehen pleite. Hilfe, die Entwicklung. Die Entwicklung des ersten Spiels ist nun abgeschlossen. Du kannst den Button Fertigstellen drücken, um dein Spiel zu veröffentlichen. Aber das solltest du erst tun, wenn du die meisten Bugs entfernt hast. Hier passiert es automatisch, oder? Ein Spiel zu veröffentlichen, ohne die Bugs zu beseitigen, kann die Wertung stark beeinträchtigen. Deshalb solltest du diese Möglichkeit nun in Betracht ziehen, wenn du dringend Geld brauchst und es dir nicht leisten kannst zu warten. Okay. So, wir kriegen noch Punkte. Wir kriegen noch Punkte, wenn man wartet. Okay. Die Entwicklung des Spiels ist jetzt abgeschlossen. Während du Spiele entwickelst, sammelst du Erfahrungen und verbesserst deine Fähigkeiten. Wenn die Entwicklung beendet ist, wird die Übersicht deiner gewonnenen Kenntnisse angezeigt. Okay. Das Thema, neue Kombination. Ich denke mal, ich kriege neue Features oder so, wenn ich die Level-Ups vollführe. I guess. Spiel veröffentlichen. Komm. Hä? Gutes Urteilsvermögen. Erstellen Spiel mit einer guten Kombination aus Thema und Genre. LOL. Okay. Danke, Spiel. Ich fühle mich voll gelobt. Dein Spiel ist jetzt fertig und wird zur Veröffentlichung freigegeben. Wir sollten bald die ersten Bewertungen und Verkaufsempfehlungen für das Spiel erhalten. Und wann, wie viel passiert das, bekomme ich eine Zeitung? Wir haben erste Bewertung für unser neues Spiel Fun in School erhalten. Ah. Ich mag Star Games, dann kann es schlechter sein. Unterhaltsam. Du lügst, Informed Gamer. Nette Erfahrung. Du warst wohl nie in der Schule. Wunderschön. Wenn er wüsste, was in ein paar Jahren auf ihn zukommt. Schließen. Nachdem du ein Spiel veröffentlicht hast, kannst du dir ein bisschen Zeit nehmen, um deine Kreation zu analysieren und einen Spielbericht zu erstellen. Spielberichte sind eine gute Möglichkeit, um Forschungspunkte sowie wertvolle Erkenntnisse darüber zu sammeln, was funktioniert und was nicht funktioniert, wenn man ein Spiel entwickelt. Um einen Spielbericht zu erstellen, schließe diese Nachricht und dann klicke irgendwo auf den Bildschirm, um das Aktionsmenü zu öffnen. Okay. Spielbericht erstellen. Wähle.
Also ist das sowas wie Protokoll im Nachhinein, um nochmal alles zu re-evaluieren. Das war kein Satz. Um alles nochmal zu re-evaluieren zu können. Man wiederholt sich. Man geht nochmal durch alles komplett durch und macht dann ein Fazit und darunter. So. Chronic Games KG, ein Newcomer in der Spielebranche, hat kürzlich sein erstes Spiel Fun & School herausgebracht. Das Spiel hat positive Bewertungen erhalten. Mit so einem guten Start wird Chronic Games KG sicher sehr schnell Fans für sich gewinnen. Ah, Einheiten verkauft. Platz 21. Jetzt ein Spiel verkaufe, wirst du jede Woche ein Einkommen erhalten. Ja gut, okay, es war jetzt auch keine gute Idee, ein Lernspiel für den Anfang zu erstellen. Weil das ja generell, die Lernspiele an sich werden ja eh nie so hoch platziert. So ein 10 von 10 Lernspiel zu erschaffen, wäre schon weird, seien wir mal ehrlich. Andererseits, ich hatte, das war das Beste, was ich aus meinen gegebenen Ressourcen machen konnte, okay. Ja, ich kann gucken, wie gut sich mein Spiel verkauft. Fun & School war so erfolgreich, dass wir nun 34 Fans haben. Wow, ich hoffe, die abonnieren auch meinen YouTube-Kanal. Spielberichte sind eine große Möglichkeit, um Forschungspunkte zu wertvoller Erkenntnis zu bekommen. Es zahlt sich aus, einen Spielbericht für jedes Spiel, das du veröffentlicht hast, zu erstellen. Jetzt, wo du deinen ersten Spielbericht fertig hast, lohnt sich ein Blick ins Forschungsmenü. Ich habe wieder 70.000. Nice. Ich hoffe, die Haltung hier, wie ich in der Cam sitze, ist nicht so schlimm. Soll ich hier direkt das nächste Spiel entwickeln? Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Fun & School ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Vokabular und Simulation ist eine großartige Kombination. Vokabular und Simulation ist eine großartige Kombination. Ja, anscheinend hat man da Vokabular und Simulation nicht ernst genommen. Grafik scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Plattform-Genre-Übereinstimmung, PC-Simulation, großartigen. Plattform-Genre. Achso, ja, mit PC, okay. Cool. So, mach ich jetzt, ja. Ne? Fun School hat mehr über. Hat mit über 10.000 verkauften Stück, einen neuen Firmenrekord aufgestellt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Chronic Games KG. Fun Fact: Ich hatte als Kind, wahrscheinlich so wie viele Leute auch, immer den Traum gehabt, selbst eigene Spiele mal entwickeln zu können. Bis ich dann alt genug wurde und erkannt habe, wie kompliziert es ist, Spiele zu erstellen. Und dann habe ich mich mit dem RPG Maker ausgelassen. Weil der RPG Maker, ich mag generell RPGs. Sieht man vielleicht in meinen Streams. Aber ich habe mir auch vor, mein eigenes RPG Maker Spiel mal irgendwann zu präsentieren, was ich damals angefangen habe. Das habe ich nur angefangen. Um die 40 Stunden Spielzeit, die man rein investieren kann, wenn man keine Ahnung hat, worum es im Spiel geht. Okay, ich habe viel Zeit reingesteckt. Ich habe nicht nur angefangen, aber ich habe es nicht beendet. Das wollte ich nur sagen. Aber ich hätte Interesse. Wenn sich mal jemand melden würde nach dem Motto so, ey, ich würde mich mit dir mal die Köpfe zusammenschlagen, ich bin gut im Programmieren und du, Cry, du bist, keine Ahnung, du willst deine Träume aufleben. Auf so einen Moment träume ich immer die ganze Zeit, sodass ich jemanden mir wünschte. Ich hätte einen Partner, mit dem man Spiele erstellen kann. Ha. Also so einen richtig kompatiblen Partner, nicht irgendeinen Nutzungspartner, der. Das soll keine trockene, geschäftliche Kooperation sein, sondern mehr schon eine. Idealistisch jetzt nicht, mehr so eine. Ideologische jetzt vielleicht auch nicht, aber so, dass man halt Träume hat und die verwirklichen will, so nach dem Motto. Ich denke mal, da bin ich nicht ganz alleine, da sind viele Leute der Welt auch, viele Leute, die den Traum schon längst. Seitdem die erkannt haben, wie das machbar sein sollte, ein Spiel zu entwickeln, aufgegeben haben, weil Informatik und so. Aber Optionen wären zum Beispiel SMW-Hack, S64-Hack oder andere Hacks, keine Ahnung. So, das ist ja noch wesentlich einfacher, oder? RPG-Maker-Games. Aber, ja. Diese Anekdote wollte ich nur mal loslassen. Tut mir leid, dass ich so viel laber. Ich hoffe, das stört euch nicht, weil ihr wollt ja eigentlich nur das Spiel sehen. Deswegen machen wir weiter. Deswegen mag ich zum Beispiel auch Mario Maker sehr. Kein Projekt. Ich mache einfach das nächste Spiel, I guess. Oder Forschung?
Forschung ist wichtig, um neue Optionen freizuschalten und bessere Spiele zu entwickeln. Du solltest versuchen, genug Forschungspunkte, 22, zu sammeln, um eine eigene Spielengine entwickeln zu können. Das wird deine Spiele drastisch verbessern. Versuche Spiele mit verschiedenen Themen und Genres zu entwickeln und einen kleinen Forschungsboost zu bekommen. Okay, neues Thema. Die habe ich schon, ne? Thema wählen. Schule. Nein! Rennsport, Game Dev, Comedy. Lol. Wir sind immer noch PC, ne? Wir verändern damit nicht die Konsole. Wäre ein Renngame ganz gut auf der Konsole. Wenn wieder Schule, ne? Will ich als Spielunternehmen erstmal mit Schulgames an den Start gehen? So nach dem Motto, nach Sprache kommt Allgemeinschulwissen. Ich glaube, das mache ich. Fuck it. Und dann mache ich einen Gesetzguide oder so. Forschung beginnen. Neue Marktanalysen zufolge verkauft sich der Curvodore G64 besser als die Konkurrenz in der PC-Branche. Kunden bevorzugen ihn gegenüber anderen Heimcomputern aufgrund seines niedrigen Preises, der bessere Verfügbarkeit einer flexiblen Hardware-Konfiguration. Experten schätzen, dass dies das Ende der rivalisierenden Hardwarehersteller sein könnte. Also die pushen diese Konsole. So, mein Spiel verkauft sich ja noch. Immerhin bin ich im Plus rausgekommen. Das ist gut, I guess. Forschung beendet. Du hast erfolgreich ein neues Ding. Ein neues Thema erforscht. Schule! Yeah! Wusstet ihr übrigens, dass es hier ist? Ein Lern-Channel. Okay. Fun in School wurde vom Markt genommen. Es wurden verkauft und Umsatz erzielt. Nice. Ja, dann mache ich das nächste Game. Kann ich theoretisch nicht noch eine Forschung machen? Ja, neues Thema. Ah, ich kann aber neue Engine gehen. Ja, nee, dann never mind. Neues Spiel entwickeln. So, Thema. Schule, Genre, Simulation. Ja. Plattform. Ist eine Höhe der Winkel. Aber andererseits, wir haben mit 70.000 gestartet. Und jetzt haben wir 20.000 mehr, als wir gestartet haben. Bedeutet, im Grunde, wenn ich jetzt hier sage, G64, Digga, dann sind wir quasi bei Null. Ne? Also, selbe Anfangssituation wie beim letzten Mal. Und da diese Kombination ja relativ gut war, wird das jetzt nur meine Einnahmen pushen. So, Fun in School Ultimate. Wir nennen es noch nicht Teil 2. Teil 2 nach dem Vokabel kommt jetzt auch Mathe und Biologie und Religion und Sport. Alles kommt da jetzt hinzu. Deswegen ist das nicht nur Teil 2, sondern eher Teil 1 kompakt mit allem Möglichen, was die Schule zu bieten hat. Dankt mir in den Kommentaren. Textbasiert, 2T, nee, textbasiert, komm. Entwicklungsdatum. Ah ja. Story Quests, ja, wir könnten etwas Quests reinbauen. Gameplay, Engine. Ja, schon hohe Engine, war Engine nicht wichtig, ich glaube ja. Gameplay, machen wir mal so. Weil im Grunde muss ich es ja nicht weiter ausführen von der Logik, die ich da jetzt dahinter stecke, weil es ja im Grunde dasselbe Spiel ist wie Teil 1, also das erste Spiel von vorhin. Gerüchten zufolge plant die japanische Firma Nintendo, eine eigene Heimkonsole auf den Markt zu bringen. Nintendo ist bekannt für das sehr erfolgreiche Arcade-Spiel Dinky King. Okay. Ich merke gerade, wir sind bei 24 Minuten. Noch mal gucken, wann ich den ersten Part beende. Viele Branchenexperten bezweifeln zwar, dass Heimkonsolen ein Renner werden, aber wir sind gespannt drauf, was Nintendo liefern wird. Ja. Dialoge hoch, Leveldesign etwas höher, künstliche Intelligenz auch etwas höher. Im Grunde ändert sich dadurch nicht so viel. Aber hä? Keine Bugs. Da ist der erste Bug. Wenn du Spieleberichte entwickelst, bekommst du einen Einblick in die Entwicklungsprozesse und lernst, was gut funktioniert, was weniger. Okay, das haben wir schon gesehen. Ja. Die Hinweise reichen von Plus für Plus zu Minus Minus und zeigen an, wie wichtig ein Bereich für diese Art Spiel ist. Wenn Hinweise ein Fragezeichen am Ende haben, bedeutet dies, dass zwar Erkenntnisse über ein Spiel im gleichen Genre vorliegen, du aber noch nicht sicher weißt, ob das auch für diese spezielle Themen-Genre-Kombination gilt.
Ja, es wurde auf Grafik, etwas Sound, Grafik, Spielweltdesign minimal. Okay, die Box sind noch da. Ja, noch was, noch was, noch mehr, noch mehr, noch mehr. 3, 2, 1, fertig. Ich glaube, es war im Grunde jetzt genauso gut wie das letzte Mal. Ja, aber ich kann schnell machen. Muss ich jetzt erstmal einen Spielbericht erstellen oder kommt das jetzt gleich auf den Markt? Immer Spielbericht erstellen. Okay, Spielbewertung. Okay. Eigenartig, aber gut. Der war noch nie in der Schule. Erfüllen die Erwartungen nicht ganz. Zeigt Potenzial. Ist immer noch Mittelmaß. Das ist im Grunde nur ein Punkt schlechter als vorhin. Die Leute haben eben nachdem die nach Hause kommen, keinen Bock nochmal in die Schule zu gehen. Ne? Kann ich verstehen. Andererseits schreiben die Kritiken manchmal so Sachen, als würde man bezweifeln, dass sie jemals in der Schule waren. Nintendo hat heute jüngste Gerüchte bestätigt und die Veröffentlichung einer neuen Heimkonsole namens TES Anfang nächsten Jahres angekündigt. Die Konsole unterstützt Spielmodule und verfügt über einen einzigartigen Controller, nämlich einen Ziegelstein. Unsere Analysen nach Verkaufsstoff von Fun School Ultimate ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Schule und Simulation ist eine großartige Kombination. Level Design scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Okay. Merke ich mir, wenn ich jemals wieder ein Lernspiel entwickle. Ja, wir sind immer noch bei 75.000, also im Grunde genauso wie ich angefangen habe. 84.000. Ja. Vielen Dank an Chronic von Patrick und Daniel Klug. Greenheart Games, also die Entwickler dieses Spiels. Hallo Cryonic, wir sind die Entwickler von Game the Tycoon und möchten uns bei dir für den Kauf des Spiels deine Unterstützung bedanken. Force Wall Break? Game the Tycoon ist unser allererstes Spiel und es bedeutet uns viel, dass du Spaß dran hast. Ich habe das Spiel gerade erst gespielt. Mit dem Kauf unterstützt du unser kleines Startup-Unternehmen und ermöglicht es uns hoffentlich, dir auch in Zukunft weitere Spiele bringen zu können. Okay. Das ist immer noch das erste Spiel. Haben die seitdem irgendwelche neuen Spiele rausgebracht? Ich glaube, das Spiel ist schon relativ alt, 5 Jahre oder so. Ehrlich, du rockst. Und dann machen die auch Werbung. Cool. Hey, wir sind wieder bei 83.000. Jetzt nicht mehr. Eigene Spielengine. Ich will immer die Spielengine. Die Frage ist, kommt das Spiel, ist die Konsole schon raus? Nee, ne? Ich muss ja mal ein neues Spiel entwickeln. Moment. Plattform. Nee, ist noch nicht draußen. Action, Abenteuer, Rollenspiel, Strategie. Ja, halt. Machen wir mal Abenteuer, okay? Abenteuer mit dem Fokus auf Gesetze. Abenteuer wäre mit Vampir oder Zombies, I guess, ne? Wie, welche Route wollen wir gehen? Die Walking Dead Route oder die ein Abenteuer? Nehmen wir Vampir, passt eigentlich mehr dazu. 64 mit Abenteuer. G64. Nein. Nein, lass mich in Ruhe. Okay, sieht man den Titel nicht, weil warum auch immer ist er jetzt die. Das Übermenü drauf. Ich habe 144 Fans. Krass. Ein Spiel mit Vampiren. Abenteuer Vampir. Abenteuer Vampir. The Mystery. Oh, Mystery Castle. Also,
der Titel sagt schon viel aus. 2D-Grafik kommen. Gameplay hoch, Story Quest hoch, Engine kann so bleiben, weil jetzt muss es ja eine Geschichte erzählen, es sollte aber auch Spaß machen zu spielen. Es sollte nicht zu sehr Story und Quest beinhalten, Engine hingegen könnte gleichermaßen wie Story und Quest hoch. Oh oh, ich reib mir die Birne. Anscheinend nicht so eines meiner Stärken. Vor allem, ich arbeite auch direkt während das Spiel, das letzte Spiel, noch in Verkaufseinbrüchen ist. The Mystery of Mystery Castle. Dialoge. Wenn wir auf Castlevania-Basis gehen, eigentlich kaum Dialoge, ne? Eigentlich gar keine Dialoge. So, also, come on. Man will spielen. Anmachen, spielen. So sollten die meisten Spiele auch sein. Wie ich finde. Also RPGs, okay, da geht man davon aus, dass da eine Story und viel Intro-Text und kommt, aber gute Spiele sind die, die man anmacht und direkt anwerfen kann. Donkey Kong Country, Super Mario World, die haben ja noch ein Vormenü, aber Kirby Dream Land 1, zack, Start, Let's Go, direkt rein, oder Kirby's Adventure, genau, wobei bei Kirby's Adventure muss man auch immer zu den Türen latschen, aber, ne, wir verstehen uns. Level Design, Peak hoch, Künstliche Intelligenz, ja, sollte nicht allzu wichtig sein, die Gegner sollten... Ja, ne, es sollte nicht so viel Platz über das Leveldesign einnehmen. Okay. Final Score Ultimate wurde vom Markt genommen. Es konnte sich, und hat so viel Umsatz erzielt. Okay. Grafik hoch. Sound sollte auch ganz nice sein. Spielweltdesign. Eigentlich auch hoch. Mehr so equal basic, ne? Dafür, dass wir hier 2D-Grafik, Grundtöne. Grundtöne, ja, sollten wir eigentlich schon mehr aufwenden. Na, machen wir es so. Hat auf jeden Fall mehr Bugs jetzt. Und wir haben 50 Forschungspunkte, geil. Okay. Die Bugs ein bisschen ausfixen, das Design so wenig Punkte hat aktuell. Ja. Die Plattform wurde veröffentlicht, geil. Wofür steht denn das T eigentlich? Invento? Noch mehr Punkte. Nein. Okay, fertigstellen. Das war diesmal weniger als bei den Schulspielen. Level Aufstieg, okay. Das ist Mystery of Mystery Castle. In meiner Videospielkarriere. Es wurde immer schlechter. Anscheinend habe ich nicht das richtige Feingefühl für gute Videospiele. Eieieiei. Aufträge wurden nun freigeschaltet. Um verfügbare Aufträge anzuzeigen, schließe diese Nachricht und klicke dann irgendwo auf den Bildschirm, um das Aktionsmenü zu öffnen. Ich würde sagen, hier beende ich den ersten Part. Von vielleicht zwei. Man weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich lade die Folge einfach so komplett hoch. Ich schneide den Anfang und Ende etwas vielleicht noch raus, weil ich dann auf die Aufnahmetaste drücke und wieder schließe, ne? Aber sonst... Ich hoffe... Es war ein guter Start. Ich hoffe, man gönnt sie auch das Let's Play. Und wenn ja, wenn ihr sehen wollt, wie die Cryonic Games KG den Bach runtergeht, dann lasst einen Daumen hoch da und schreibt es in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Was guckt ihr mich denn so an? Ich habe keine Ahnung, wie man solche YouTube-Sachen announce. Entweder schaut die nächste Folge oder nicht. Das ist mir egal. Wir sehen uns auf jeden Fall zur nächsten Folge und ich muss sagen, das macht aktuell Spaß. Einen konstanten Flow aufzuhalten und so. Also ich glaube,
mir könnte das hier gefallen. Aber ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.